zwei Busefans. Es ist wieder Wochenende. Das heißt, es ist wieder Zeit für Lockerungssongs. Und auch in der Fastenzeit werden wieder Lockerungssongs ausgestrahlt. Das geht natürlich so weiter, wie es im Fasching ja, auch dahin gegangen ist. Und heute bin ich zu Gast bei, wow, weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, Sänger, Musikant, Komponist, Texter, Tonstudiobesitzer, Betreiber, alles miteinander, der Günther Zirngewi, bei dir bin ich heute da. Und natürlich, die haben wir auch nicht vergessen, am Bass, der Gastmusikant heute, der Manuel Drechsler, den kennt ihr aber eh schon, allesamt, ist eh schon öfter dabei gewesen. Ohne Maß kein Spaß. Genau. Günther, bei dir und natürlich mitunter wegen dir haben wir auch da. Günther, verzeih einmal erst einmal ganz kurz ein paar Worte zu deiner Person. Wo bist du daheim? Wo haben wir jetzt da gerade und was treibst du? Also? Zuerst einmal grüßt euch, servus, wollen muss ich Fans. Ich bin, wie gesagt, jetzt sind wir Günther. Wer mich noch nicht kennen sollte, kann man fast nicht vorstellen. Und wie gesagt, wir sind jetzt gerade in Lohberg, meine Heimat. Und wie gesagt, Ortsteil Schwarzenbach. Und da lebe, residiere ich, habe ich mein Tonstudio. Wunderbar. Mhm. Aufs Tonstudio werde ich dann eh später noch genauer zum Sprecher kommen, natürlich, was du schon aufgenommen hast und noch aufnehmen wirst auch wahrscheinlich. Günther, du bist da mittlerweile schon, ja, bist du 50 oder bist du? Nein. Ja, wie gesagt, die Haaren nach, ja, wird schon. Aber die wachsen da wieder, habe ich gehört. Der Bart ist auch schon ein bisschen. Ja, klar, ich darf mir jetzt den Affe streichen. So waren wir lieber. Ja, das ist hilft nicht. Bestimmt lustig. Genau. Nein, auf was ich aussehen wollte, du bist ja schon doch ein paar Jährchen musikalisch unterwegs. Ja, das ist richtig. Ein paar Jahrzehnte wahrscheinlich sogar schon. Kannst du mal den Zuschauerinnen und Zuschauern erzählen, wie das losgegangen ist und wie sich das so musikalisch entwickelt hat bei dir? Mal ganz normal angefangen in einer sogenannten Schülerband, dann weitergemacht in einer normalen Band. Und dann ist es halt eigentlich aber mehr geworden. Dann habe ich damalige Zeit mein Beruf geschmissen für die Musik. Und dann ist es halt eigentlich richtig losgegangen und meine erste halbmäßige Profiband war eigentlich dann das Barbari-TZ. Und da haben wir dann eigentlich brutal viel gespielt. Und dann ist es halt einfach ab mehr. Ja, eigentlich ab mehr geworden und dann viele, viele Gruppen. Und dann 2002 meine eigene Band, da schau her. Aha. Mit denen haben wir dann auch viele große Erfolge feiern dürfen. Aha. Ja, und nach wie vor halt dann zwischen der Reihe Gastmusiker in, wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, in vielen anderen Bands. Welche Instrumente beherrschen du überhaupt, Günther? Was ist denn bei dir so? Ja, offiziell eigentlich nur Akkordeon und das nicht mehr gescheit. Und halt ein bisschen Gitarre und halt ein bisschen Keyboard, Synthesizer. Ja. Das ist ganz ähnlich. Du hast gesagt, du warst mit verschiedenen Bands schon unterwegs. Und dann im Vorgespräch haben wir das auch erklärt. Du bist nicht nur da so im Bayerischen Wald unterwegs gewesen, oder? Nein, eigentlich im Bayerischen Wald am allerwenigsten. Mhm. Ich war eigentlich schon auf der ganzen Welt sozusagen mit den ganzen Bands. Von Amerika angefangen bis England, bis Schweiz, Holland, Belgien, weiß der Teufel wo. Da eigentlich sehr viel. Und natürlich dann voll Bierzeiter, damalige Zeit im hohen Norden, von Hamburg angefangen bis Berlin, bis alles, was eigentlich die ganzen Großstädte durch, aber am allerwenigsten eigentlich bei uns daheim. Und wenn, dann nur unter der Woche so ein Mann oder zwei Mann Geschäftler in die Hotels drin hat, das wird einfach sehr voll wird mit ca. 250 Auftritten. Also jetzt hat man gemeint davor, du übertreibst, wie du gesagt hast, jeder kennt dich, aber wo du schon überall gewesen bist, wahrscheinlich ist es wirklich so, dass dich auf der ganzen Welt fast jeder kennt, gell Günther? Nein, hoffen wir es nicht, das war schon schlecht. Hast du noch schon einmal sauber kommen und sehen können? Das ist ja das Schlimme, ne? Mein Englisch, ne? Entschuldigung. Ja, mein interessant. Englisch, mein Englisch ist wie für Katz, ne? Im wahrsten Sinne. For the cat. Ja, genau, ne? Schullehrer, geht schon wieder los, ne? Mensch, setzen, still sein, ne? Nein, ja. Wie gesagt, mit Englisch kommst du eigentlich wirklich ganz brutal weit. Wenn man es kennt. Wenn man es kennt, das ist richtig. Aber ich habe immer das Glück gehabt, dass mein Kollege und mein Freund, der Jochen Groner, mit dem, wo er Musikverlag hat, perfekt Englisch kann und der war halt eigentlich mit dabei in den ganzen Gruppen und da ist das eigentlich hoppla hopp gegangen. Der hat dann auch gedolmetscht. Auf Nacht haben wir dann wieder Bier getrunken. Achso. Dann ist das schon gegangen, ne? Da ist die Verständigung, die geht ja dann von selber, wenn man ein bisschen ein Bier getrunken hat.
das ist so richtig. Ich hätte auch nie in und wie das dann aber hingehauen hat, das war brutal. Ich war da selbst überrascht. Und dann habe ich sogar wieder Bier gekriegt. Das war doch super, ne? Irgendwo, ja, irgendwo ist dann ein Bier schon gekommen, so, ne? Ja, genau, ne? Das hat aber funktioniert. Und ja, wie gesagt, die ganzen Auslandstermine waren eigentlich schon ein super Erlebnis. Und die ganzen Kulturen und eigentlich schon brutal. Was es gibt auf der Welt. Da sieht man jetzt wahrscheinlich, wie klein wir da in unserem Niederbayern oder Oberpfalz, wo du her bist, wie wenig das wir eigentlich sind, gell? Das ist richtig. Da siehst du eigentlich wirklich, wie klar dass du bist und was du eigentlich ja überhaupt bist. Aber dafür sind wir schön. Ja, genau. Ja, die ja. Sind aber woanders auf der Welt, ja, gell? Aber nicht so schön wie wir. Nicht geschminkt, aber gut, wir haben heute keine Maske gehabt. Dann haben wir schon wieder. Und wie lange machst du das jetzt schon beruflich, profimäßig, seit wann? Berufsmäßig seit 2002, sind wir für ein Jahr Schullehrer. Doch schon ein paar. Doch schon ein paar. Ja, 20 Jahre. 20 Jahre. Und wie gesagt, berufsmäßig, ja. Und dann ist einmal eine Zeit gekommen, wo du ein bisschen zurückschrauben hast müssen, oder? Ja, leider Gottes hat es mich halt dann doch auch irgendwie mit der Krankheit erwischt. Wie es halt dann so ist, wenn man es gleich gemacht, weil ich habe auch Koch gelernt, das habe ich gerade vergessen. Sterne kochen. Ja, das habe ich gar nicht gewusst, ja. Ist ja wurscht. Und wie gesagt, wenn ich halt dann nicht gespielt habe, dann habe ich halt dann auch in diversen Restaurants ausgeholfen als Koch. Das ist jetzt wirklich, also im Schnitt 250 Termine Musik und das Restliche halt dann aufgefüllt mit Kochterminen. Ne? Ja. Also das ist wirklich 365 Tage im Jahr wirklich gramit voll war. Wow. Und natürlich dann schon gut immer Ficki Ficki. Und bitte? Dann, so genau, ja, und dann ist es irgendwann passiert, leider Gottes, und dann ist es wieder so nicht. Ist nicht wahr, Mann. Das war ja genau. Und ich weiß dann nicht einmal von wem. Da geht's auch nicht, das war eine Sache. Nein, wie gesagt, dann hat mich dann leider Gottes auch erwischt mit der Krankheit MS. Oh. Wie gesagt, es werden bestimmt einige Zuseher wissen, was das heißt. Und MS ist halt einfach leider Gottes die Krankheit der tausend Gesichter. Dadurch habe ich dann als Begleiterscheinung Trigeminus gekriegt, wie sauer. Das heißt, wenn es pressiert, dann macht es einen Stromschlag und dann ist es vorbei. Dann geht halt gar nichts mehr zum Singen. Dann möchtest du eigentlich schön noch ins Bett oder deine Ruhe haben oder. Und deswegen geht halt das leider Gottes also nicht mehr. Hat mir halt dann zwischenzeitlich noch dazu ein zweites Stuhlbein aufgebaut. Wie gesagt, ich war halt dann auch viel in Österreich. Von diversen Plattenfirmen und dann habe ich mal die Tontechnik zugeeignet oder angeeignet und deswegen ist es dann eigentlich auch so damalige Zeit so im Gleichschritt dann halt dann einfach auch das Tonstudio gekommen und dann einfach aber mehr ein richtiges Label und alles was man dazu braucht, Musikverlag, Pressung, MPN-Bemusterung, Radio, Fernsehen, also alles was du brauchst. Also Günther, da darf ich dann nachher noch zum Sprecher kommen drauf. Was anderes wollte ich noch fragen, bevor wir jetzt einmal den ersten spielen. Komponieren tust du auch noch, oder? Das natürlich auch. Wie gesagt, da könnte man jetzt gleich einen Titel von mir machen. Gerade zufällig, ha? Ja, genau so ist es, oder? Zufällig. Was machen wir? Die Fahrt nach Tirol, wie gesagt, ist eine. Tonart, was haben wir da? C. Gustav C. Cis. Passt wunderbar. Bin mir zusammengerängt. Ein Schickerl vom Günther Zirngiebel. Genau. Vielleicht heute ein bisschen mit Fehler, weil Finger laufen auch nicht mehr so. Wie gesagt, auch noch, das muss ich einfach nur erklären, mit unter einer Begleiterscheinung von MS, dass ich dann einfach die Finger nicht mehr so gingen. Und unbedingt, wie gesagt, ich spiele heute mit einer Zubern. Die hat mir der Kuhn Daniel vom feinsten Nagelneu hergerichtet. Also schaut es an. Wie gesagt, top, wenn einer eine Zubern restauriert haben möchte. Kuhn Daniel, top Adresse, top Preis, wie gesagt, absolut nur zu empfehlen. Ich habe noch von Günther noch nie so einen abgehört. Also. Das ist natürlich geht an der Stelle ein schöner Gruß an Daniel aus. Vor zwei Wochen haben wir eh beieinander gewesen, haben ein Video aufgenommen mit den Osterwinkler. Schöner Gruß an Daniel und hast wieder einmal eine gute Arbeit gemacht, muss man schon sagen. Genau, und wie gesagt, wie ausgemacht, ich kriege dann da einen Tausender für die Werbung. Super. So, dann haben wir einen Titel hier auf. Auf geht's! Die Fahrt nach Tirol. Thank you.
nach Tirol vom Günther Zirngiebel. Eine super Nummer. Relativ gut gegangen heute. Ja, ich habe noch gar nicht gewusst, dass du Koch, dass du Koch gelernt hast. Manu, hast du vom Günther schon mal was gegessen? Ja, war mir Wiener. Gourmet-mäßig. Die waren heiß, die sind jetzt Platz bin, sogar ein Zempf hat. Top. Ja, wirklich. Vom Weizen. Die Kier, oh ja. Im Übrigen heute auch noch. Ja, da bin ich schon gespannt. Also da wenn ich mal, habe noch nie von einem Sternekoch warme Wiener gekriegt. Da wirst du schauen. Da wirst du schauen, das so. Besonders warm haben wir. Was sind denn so Gerichte, wo du gern kochst jetzt ernsthaft einmal, Günther? Ehrlich gesagt, ich koche überhaupt nichts mehr Großartiges. Ja? Und wenn ich koche, dann koche ich mit einem Freund, mit mir, mit dem Franz Alfred. Mhm. Von der Listenernte in der Lahm. Da machen wir dann eigentlich alle. Auch ein Musikant. Schöne Grüße natürlich. Natürlich. Alle drei, vier Wochen so ein bisschen ein kleines Koch-Event. Mhm. Schmeißen wir uns halt zusammen, was wir halt zum Essen machen möchten. Mhm. Und dann mache ich halt wirklich, so gut es geht, handgemacht, ohne Backerl irgendwie oder sonst irgendwie mhm. Zauberei, wo wir halt dann da leckere Speisen. Und das ist eigentlich halt recht schön. Und früher? Und früher, Mai, angefangen von Hummer bis was weiß ich, Schaumtierinnen, tralalei, was du vorstellen kannst halt nicht. Wahnsinn, alles. Also die alles, ganze Speiskarten einfach da. Ja, wie gesagt, halt, die habe ich in die Küche nicht, wie gesagt, nicht unbedingt. Aber ein Schnitzel muss man auch kochen können oder einen Schweinsbraten und wie er das schon mal kann, top. Oder warme Wiener. Genau. Das musst du jetzt erst mal zusammenbringen, nicht, dass das platzen. Ja. Da lachen da mit Leid. Günther, jetzt hätte ich gesagt, kommen wir nochmal über das Tonstudio. Da wollen wir übrigens gerade herin sitzen. Genau, natürlich, gell? DSH Records. Wie hat sich das so entwickelt? Wie ist denn das losgegangen? Das ist eigentlich zugegangen, ja, 2007, glaube ich. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Damals habe ich dann einfach auch schon vieles aufgenommen. Viele Kompositionen für andere Gruppen und dann hat irgendwann die Plattenfirma gesagt, die Aufnahmen seien einfach zu schlecht, dass man was verkaufen kann und das war halt richtig. Und die haben immer einen Vorteil gehabt, die, wo sie da schon einen guten Sound gehabt haben und als Demo. Und dann habe ich halt da, wie gesagt, langsam angefangen. Ach so, die sind schneller genommen worden dann von den großen Plattenfirmen. Wenn der Demo-Sound schon gut war, dann. Genau, und das war eigentlich der Hauptgrund. Und wie gesagt, damals Zeit, wie ich dann eh schon gesagt habe, mit einigen Plattenfirmen, Tonmeistern, da wo ich halt dann das erlernt habe. Und so ist das, wie gesagt, losgegangen mit DSH Records. Ja, und natürlich, dass euch das jetzt gescheit wird, so wenn man denkt, dann mache ich selber gleich mein Plattenlabel und lasse mich recht fest am Arsch lecken. Okay. Ja, und dann ist das peu à peu und dann, was weiß ich, Tontechnik, das kostet auch Vermögen, da fängst du klar an und was weiß ich, das billigste Mikrofon kostet jetzt so 700 Euro. Ne? Ja, und da ist er bis oben hin. Nur ein Mikrofon? Nur ein Mikrofon und da habe ich, was weiß ich, dürfe ich da nicht und alles Mögliche oder. Ja, die ganze Software-Technik oder die ganzen. Wir verraten jetzt nicht, wo du genau wohnst, nicht das Einbrucher wird. Das darf ja jetzt eigentlich auch, ja gut, ist alles abgesichert, so, da ja, jetzt kann ich da bin, ne? Aber wie gesagt, das kostet einfach ein Vermögen und wenn du dann da drinnen bist, dann ja, da gehört das eigentlich auch weiter, ne? Und irgendwann, ja, sagst Schicht im Schacht, was einfach. Ne? Und wo sind dann so Gruppen, die bei dir schon da waren und aufgenommen haben bisher? Bei mir waren eigentlich schon sehr, sehr, sehr viele Gruppen. Wie gesagt, die bekanntesten Künstler von uns da, Kopetra, Harmonika Franzi, da hat jetzt gerade die letzte CD-Produktion gemacht. Oder Schmied Andreas, der wo es auch ganz groß im Fernsehen aber rauskommt, die haben mir eigentlich groß rausgebracht, die erste Produktion. Oder Weinberger Johannes, Maintaler, Mischgalan, Gerd Emig, also wie gesagt. Einige Namen dabei. Ohne Ende, ne? Und komischerweise aber die wenigsten von uns da, sondern eigentlich alles von weiterfort. Aber das ist halt einfach so, da wo der Pfennig geschlungen ist. Ja. Da geht der und das, wenn wir davor schon kurz über Krankheit geredet haben, das mit dem Tonstudio, das geht auch, das kannst du auch mit dem vereinbaren, das oder? Das läuft so, dass es eigentlich gut ist. Ne? Das kann ich dann auch so vereinbaren. Ja. Live-Auftritt ist wahrscheinlich schwieriger, nehme ich an, gell? Weil da kann man in der Tag so sein und kann. Ja, aber nehme ich trotzdem an, wie gesagt, aber halt einfach nur noch zu zweit, also im Duo. Und da schaue ich immer, dass irgendwie dann auch der zweite Mann definitiv singen kann, also das passt. Und entweder Gitarre oder ich halt dann Akkordeon, je nachdem, oder was halt gerade ist, also das geht nach wie vor. Und das hat mich gefreut, wenn wir endlich einmal wieder einige Termine haben da.
Nach dieser wunderschönen Zeit. Ne? Wenn jetzt jemand dabei ist, der jetzt sagt, ich möchte entweder CD aufnehmen oder zum Beispiel einen Günther, in welcher Formation auch immer, zu buchen, wo findet man die noch? Ledig ist auch noch. Das musst, nein, das darfst du so nicht sagen. Ich habe mich jetzt arrangiert, das ist richtig, ich bin ledig, aber ich habe mich arrangiert mit einer Katze und die heißt Minkerl. Und da bin ich zwischenzeitlich Katzenballerballer. Genügend. Ja, genau. Ne? Ich hätte mir das niemals gedacht, aber ja. Wir haben davor schon festgestellt, der Günther hat mit Minkerl eine WG. Eine Männer-WG und haut super hin. Männer-WG. Absolut top. Nein, wo findet man die denn? Im Internet? Natürlich, ganz normal, wie gesagt, Internet www.die-s-h-s-records.de. Einfach bei Google eingeben, DSH Records, da sind wir irgendwann in der ersten Seite mit dabei. Mhm. Oder als Musik www.do-schau-her.de. Aber wie gesagt, einfach unter DSH Records schau, da sind dann diverse Gruppen, Musikgruppen, dann finden auch mich, wie gesagt, meine Gruppen, da schau ich. Machen wir es so, ich verlinke einfach unten in der Beschreibung, nehme ich alles drunter, also wer das sucht, braucht nur hinklicken, dann braucht es nicht einmal in Suchmaschine einige, gell? Ich wollte es ja nicht so direkt sagen. Kinder und Porsche und so weiter. Ja. diverse andere Portale, ne? Ja. Ich war leise also dabei. Super. Ich hoffe, einen schlechten Anwalt, ich sag's euch. Ja, gut. Wie schaut's aus? Kann man noch einen spielen? Kann man fast noch einen spielen. Einen Singer vielleicht auch. Unbedingt, wie gesagt, wir haben heute ein bisschen Stimmenverteilung. Wir geben unser Bestes, so gut wie es geht. Einer der schönsten Titel, was ich wahrscheinlich bis jetzt geschrieben habe, und zwar für meine Nichte, für meine kleine Verena. Damals der Zeit war das noch aus einer Schoß. Heute ist ja kurz am Heiraten, Hausbau etc. Und der Titel hat einfach ja, viele Erinnerungen und beschreibt eigentlich das Leben an sich selber. Und damals Zeit haben wir sogar eine Fernsehsendung gehabt mit der Verena. Und dann hat Verena also gesträucht ist im Magnet oder sonst irgendwie. Kann ich das richtig erklären? Ja. Und dann war fast die Fernsehsendung ins Wasser gefallen, weil die Verena nicht wollte. Weil die war praktisch als ja, eingeblendet worden, ne? Als für Verena. Ne? Wann war es noch? Da war sie noch ein Schneider, da hat sie noch am Meier. Wenn es überhaupt war. Das war oder selbst. Aber da geht schon los, wenn die Frauen nicht wollen, gell? Dann, die hat zwar schon die hat angefangen. Und jetzt muss ich aufpassen, weil die sechs bestimmt. Wollte ich gerade sagen, schaut die da zu. Ja, mit Sicherheit. Ne? Und dann würde ich sagen, Onkel Günther, ich glaube, dass du einen Vogel hast. Ne? Aber nichtdestotrotz, wie gesagt, das Liedl war damalige Zeit von Herzen, ist heute noch von Herzen. Und wie gesagt, ist wirklich. Für meine Verena war das wirklich halt einfach so gern ab. Und der Titel für Verena. Und singt zurzeit der Alex. Damals hat es der Damals gesungen. Damals. Auf das komme ich nicht zwar stimmlich, aber. Ja. Ehemaliges Mitglied von Oschau her. Ja. Ehemaliges Mitglied, wie gesagt, mit Damals war eine wunderbare, erfolgreiche Zeit. Und da, mei, da kann ich dir erzählen, so viel Zeit hast du gar nicht. Jetzt pass auf, jetzt singen wir den, ich habe einen Text da, jetzt singen wir den und nachdem wir gesungen haben, vielleicht gibt es noch eine schöne Geschichte von damals. Nein, das darf ich nicht sagen, da sind Geschichten dabei. Was zensiert es halt natürlich. Nein. Ja genau, nee. Und die zensierte Version. Genau, 1 Minute, piep. Genau. Vielleicht also, wird uns noch was sein. Also, so, jetzt haben wir, wie gesagt, für Verena, für meine Nichte. Wir hoffen, dass man einigermaßen hinkriegt. Geht gleich los, oder? Geht gleich los. Packen wir es gleich. Haben wir es gleich. Dürftu, ja. Kleine Verena, ich hab dich so lieb. Du bist der Sonnenschein den ganzen Tag lang. Kleine Verena, der Augenschein ist was Besonderes und noch so klein. Die Zeit, sie wird vergehen, der erste Schultag kommt, der erste Kuss, ja,
14 Tage lang. Kleine Verena, du bist der Augenschein. Bist was Besonderes und noch so klein. Mit Fehler reingespielt. Ja, ach, ich muss mich jetzt wieder drücken, wenn ich an das Akkordeon. Ja. Wahnsinn. Jetzt hat er es so gut gemacht, der Daniel. Jetzt geht die wie Sau. Brutal. Ja, zum Schluss jetzt noch. Irgendein, muss jetzt nicht vom damals sein, natürlich. Irgendeine schöne Anekdote, irgendeine lustige Musikantengeschichte. Vielleicht haben wir noch was, dass die Leute, die bis ganz zum Schluss dabei bleiben, auch noch was haben wir davon. Genau. Wie gesagt, eine Anekdote war, damalige Zeit haben wir am Augsburger Bläder gespielt. Und ja, natürlich, ich suche mit dem Chef und damalige Zeit war der Steiner Michi auch mit dabei, auch eine Aushilfe damalige Zeit. Und der ist dann einfach ins Bett gegangen, im Bus. Wir haben eine Schlafkabine in unserem Bus. Das kann ich fast nicht gern. Ja, Tatsache. die hat sich dann eingelegt und dann habe ich gesagt, ja, lasst einfach offen und passt schon. Vor lauter Dullier, der Steiner war halt auch ein bisschen tralala. Haut ihr den Bus zu und zugespürt und gar nichts mehr. Dann komm ich daher und komm in den Bus nicht mehr rein. Ja. Keine Schlafmöglichkeit, ich alles aufweg dem ganzen Fuhrpark, dem ganzen Plotz. Mhm. Ja, und dann war ich kurz vom Fenster einhau, da macht der Chibi-Tür auf. Was ist denn los? Für mich? Total prall. Super, super. Und da war halt mein, glaube ich, zu viel Arbeit, wie gesagt, zensiert und. Ja, ist eh klar. Also, genau. Man macht ja auch viele Erfahrungen mit der Musik. Und genau, das meiste bleibt da herinnen. Okay? Und, ja. Und wie gesagt, das sagt man dann intern. Und genau, nee. Schön. Na super. Günther, die Zeit vergeht so schnell, dass man es gar nicht glaubt, gell? Ja, ich würde eigentlich nur dringen, aber von lauter Ja, Herzen stimmt, mein Dringen haben wir ganz vergessen. Heidenei, heidenei, hey, oh. Schau her. Und natürlich ein kurzes Bier. Prost miteinander. Genau, unbedingt. Also, das ist aus Nürnberg. Von ganz gut, danke. Irgendwann werde ich doch noch mal gesponsert, glaube ich. Das glaube ich auch. Ich war schon das erste Mal gesponsert von Wasserbier. Ja. Das stimmt, der Günther hat alles. T-Shirt, Hammer, wie ist das? Das Wasserbier. Schuldscheine. Super. Gibt's alles. Ja, dann darf ich jetzt die Gelegenheit nutzen, zum Song. Dankeschön, Günther, dass du Zeit genommen hast. Dass wir das wunderschöne, sympathische Video aufgenommen haben. Ja, ich bin gespannt. Ja, Schnitt, zack. Ne? Natürlich auch an Manuel einen recht herzlichen Dank. Sehr gerne, für den Günther, meinen alten Freund. Ja, genau. Okay. Und ja, dann kann ich nichts anderes mehr sagen, weil liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
Wenn euch das Ganze gefällt und gefallen hat, dann dazu unbedingt einen Daumen hoch, gefällt mir, ganz, ganz wichtig. Und auf Abonnieren klicken und schaut natürlich vorbei beim Günther d-s-h-s-records oder doschauher.de. Ich verlinke alles, was da ist. Ich gebe dir noch eine Karte, dann kannst du das reinschreiben, wie es ist. Und dann kann ich nur noch sagen, liebe Leute, macht es gut. Bleibt gesund vor allem und bis bald im Wald. Vierteng, Servus. Servus.